Hi Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es wird heute darum gehen, dass wir ausprobieren, welches die allerbeste Thermoverpackung ist für den Versand von Garnelen in unserem Fall, Schnecken, Fische, Krebse und so weiter. Für die kann man das natürlich auch verwenden. Es kommen die kalten Wintermonate auf uns zu und es ist sehr, sehr wichtig, dass den Tieren nicht zu kalt wird, während sie im Versand sind. Generell wird oft gemeint, dass es schlimm ist, wenn die Tiere zu kalt bekommen. Das ist auch so, aber tatsächlich ist es oft problematischer, wenn es zu warm wird im Sommer. Im Winter fallen Wirbellose in so eine Art Kältestarre. Da kann man sie sogar für tot halten. Deswegen im Winter wartet, bis die Tiere wieder richtig Temperatur haben. Das kann Leben retten. Aber trotzdem wollen wir natürlich vermeiden, dass es zu kalt wird. Es kann leider passieren, wenn DHL entgegen dem, was sie sagen, oder auch andere Versanddienstleister die Tiere draußen stehen lassen, dann ist es wirklich sehr problematisch. Deswegen haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Tiere einfach vor der Kälte zu schützen. Wenn jetzt aber vom Versanddienstleister eingehalten wird, was eigentlich vorgesehen ist, und zwar, dass die Pakete nur in Innenräumen sind, dann sollten wir damit eigentlich kein Problem haben. Dann haben wir wenigstens Temperaturen über 0 Grad. Und zusätzlich mit der Thermoverpackung sollte es kein Problem sein. Da es jetzt aber sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die Tiere zu versenden und Thermo zu verpacken und wir nicht ganz genau wissen, was die allerbeste Möglichkeit ist, machen wir eben das Experiment heute. Zu unserem Experiment, wir werden das so machen, dass wir die Pakete bei uns ins Auto legen. Wir haben eine Tiefgarage, die ist nicht beheizt. Das sollten relativ realistische Bedingungen sein und wir werden in 2 Tagen dann ausprobieren und nachmessen, was für eine Temperatur in den jeweiligen Verpackungen ist und so dann bestimmen, was die beste Versandmöglichkeit ist, damit wir eure Garnelen möglichst sicher zu euch bringen können in den nächsten Monaten. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir für Varianten haben, denn da gibt es auch eine sehr ökologische Variante, die aus einem nachhaltigen Thermomaterial aus Jute besteht. Es gibt die klassische Styroporbox, ich zeige euch einfach mal, was wir da haben und noch einige andere Möglichkeiten und Varianten von dem Ganzen. Ich fange mal mit dem allerersten an und zwar die klassische Styroporbox. Problem an der Sache, meistens hat man als Kunde jetzt nicht so die Wiederverwendung und wenn man öfter Tiere bestellt, dann stapeln sich irgendwann diese Styroporboxen. Man schmeißt sie weg, also es ist nicht sehr gut für die Umwelt. Natürlich haben wir mit Styropor ein wahnsinnig gut isolierendes Material, das die Wärme extrem gut hält. Das klappt gut und es wird auch von den meisten Versandhäusern, also Online-Shops in Deutschland verwendet, schätze ich mal. Also zumindest da, wo wir bestellt haben, hat sich die eigentlich durchgesetzt. In unserem Fall sehr praktisch, weil genau ein Beutel mit Tieren reinpasst. Wir werden heute ausprobieren, das Ganze mit Heatpack und ohne Heatpack. Für alle, die nicht wissen, was ein Heatpack ist, das ist einfach ein, ich zeige euch das gleich mal, aber es ist kurz gesagt ein kleines Beutelchen, das bis zu 48 Stunden lang Wärme abgibt. Genau, so sieht das Ganze aus. Ich werde es jetzt noch nicht ausmachen, das seht ihr dann im späteren Teil des Videos. Sobald man das aufmacht, entsteht eine chemische Reaktion mit der Luft und wir haben Wärme für eine gewisse Zeit. Unfassbar wichtig für den Versand von Garnelen. Das zweite, was wir machen, ist einfach nur der Versand in einem normalen Karton mit Heatpack und mit einem Alu-Thermobeutel. Das ist so ein Thermobeutel, das ist wie so ein normaler Fischbeutel eigentlich, wobei wir die Tiere da nicht direkt reingeben, sondern die Tiere sind in einem normalen Transportbeutel aus Kunststoff und dieser Transportbeutel wird dann in diesen Thermobeutel reingegeben. Der sorgt halt auch dafür, dass das Wasser seine Wärme nicht so schnell abgibt. Zusammen mit dem Heatpack und ohne Heatpack werden wir das Ganze ausprobieren, einfach zu sehen, wie viel bringt das Heatpack. Und jetzt kommt die neue ökologische Variante und zwar die Jute-Verpackung. Da haben wir gleich mehrere verschiedene Kartons am Start. Wir werden, ich schätze mal, auch wieder ausprobieren mit und ohne Heatpack, wie ist da der Unterschied. Also das ist jetzt so eine Verpackung, so eine Jute, so ein Füllmaterial kann man dazu vielleicht sogar sagen. Da ist sogar diese Außenfolie angeblich abbaubar biologisch. Ich glaube, da gibt es 2 Varianten. Eine ist ein bisschen teurer. Bei der ist das Plastik abbaubar, bei der anderen nicht. Ich weiß gar nicht, welches jetzt ist. Haben wir noch eine andere da? Aha, die ist bei mir. Ah ja, genau, da merkt man es. Das hier ist die abbaubare. Steht, glaube ich, auch drauf. Nee, das ist Landpack. Genau, da haben wir verschiedene Hersteller uns mal eine Probe jeweils senden lassen. Die, glaube ich, ist abbaubar, die nicht, wobei es von der Firma auch welche gibt. Also, wir kriegen es auf jeden Fall hin. Wenn ihr Bock habt, dass wir das im Shop generell anbieten, es sei denn, es ist jetzt absolut eine Katastrophe und nicht warm genug, dann könnten wir ja beim neuen Shop eine Option einfügen, dass man vielleicht für 1 oder 2 Euro mehr
dann nicht eine Styroporbox bekommt, sondern so eine Verpackung. Aber wir müssen natürlich auch für uns sicher sein, dass es auch die Leistung bringt. Aber das finden wir heute raus. So sieht das Ganze aus. Wird dann in einen normalen Karton gegeben und darin wird dann der Garnelenbeutel eingewickelt. Ich würde sagen, wir reden nicht lange rum, sondern machen uns ans Verpacken. So, Freunde, ich habe hier mal mit unserem Leitwertmessgerät, das ist sehr genau und geeicht, nachgemessen, was das Wasser für eine Temperatur hat. Es ist natürlich überall das gleiche Wasser drin, sonst würde das ja das Ergebnis verfälschen. Wir haben hier knapp 20 Grad, 19,8 waren es jetzt, glaube ich. Das schwankt bei uns immer ein bisschen zwischen 20 und 22 Grad, wobei tendenziell eher 20 angepeilt ist für die Zucht bei uns. Gerade jetzt im Winter sehr angenehm für die Tiere. Das muss nicht immer so warm sein. Jetzt packen wir die einzelnen Varianten ab, werden die bei uns ins Auto laden und am nächsten Tag für euch weiterdrehen. Dann geht es nämlich zum Ergebnis, beziehungsweise nicht am nächsten Tag, sondern am übernächsten Tag, also übermorgen. Und dann gucken wir, wie viel von der Temperatur bei den jeweiligen Verpackungsmöglichkeiten denn noch da ist. Hier haben wir uns übrigens so einen praktischen Trichter selber gebaut, aus einer Flasche und diesem Trichter abgeschnitten. Und damit kann man super die Beutel befüllen, ohne so eine riesen Sauerei zu machen. Klappt hier super easy. Einmal rein. Wunderbar. Gut, dann das Ganze immer so verschließen, dass noch Luft drin bleibt. Jetzt haben wir einen schön prall gefüllten Beutel mit ungefähr einem Drittel Wasser. Das Ganze kommt hier zu unserer Maschine. Ist leider gerade der Kompressor angegangen, sorry für die Lautstärke. Und das Ganze ist wunderbar dicht verschlossen. Wir haben übrigens schon mal off-cam, also kein Video leider darüber gemacht, ein Experiment gestartet mit verschiedenen Verschlussmöglichkeiten für die Beutel. Mit einmal Gummiband auf verschiedene Varianten geschlossen, dann mit dem Clip und so weiter, dann Clip und Gummiband haben wir alles ausprobiert, sind zu dem Schluss gekommen, dass zwar mit einem doppelten Gummiband es noch am allerbesten hält, aber das hier völlig ausreichend ist. Schreibt mal gerne in die Kommentare für alle, die bei uns schon mal bestellt haben, ob denn die Beutel immer noch prall gefüllt waren oder ob da irgendwie die Luft rausgegangen ist. Bei uns ist sie nämlich drin geblieben und ich habe die wirklich, also natürlich ohne Garnelen und sonstigen Tieren drin, auf den Boden geworfen und so weiter, um die mal richtig zu belasten. Und die sind super prall geblieben. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass da mit der Zeit über 2-3 Tage trotzdem die Luft rausgeht. Also gerne mal ein Feedback geben, wie die bei euch angekommen sind. Jetzt machen wir uns erstmal ans Verpacken und schauen, wie das Ganze mit der Wärme aussieht. Damit das Ganze realistisch ist, müssen wir die natürlich auch genauso verschließen, wie sie in den Versand gehen würden. Das heißt, wirklich mit Klebeband und so weiter. Dann kommt da unten normalerweise bei uns eine Art Polster rein. Auf den werden wir jetzt auch nicht verzichten, denn das ist auch wieder Dichtungsmaterial und kann verhindern, dass Wärme austritt. Ich hole das mal schnell. Warum machen wir das? Einfach, um den Boden nochmal zu verstärken, weil sonst, ihr seht es ja, ist da nur so ein kleines, dünnes Ding. Also das kommt hier so rein. Und damit ist der Beutel einfach noch ein bisschen gesicherter. Gut, die erste Variante ist die allersimpelste. Einfach der Beutel rein, dann kommt Füllmaterial drauf. Und wir machen die ganze Sache zu. Sehr schön. Das war jetzt die allersimpelste Verpackungsmethode. Wir haben hier gar nichts Spezielles. Wir haben keinen Thermobeutel, wir haben kein Heatpack, wir haben keinen Umkarton, der speziell isoliert ist, sondern einen ganz normalen, einfachen Karton. Ich denke mal, dass es der Verlierer sein wird bei dem Experiment, weil einfach am wenigsten Isolation ist. Vielleicht helfen ja diese grünen Verpackungschips etwas. Die sind übrigens biologisch abbaubar. Da geben wir gern ein bisschen mehr Geld aus. Das ist uns einfach wert. Aber ob die so gut isolieren, das weiß ich nicht. Die nächste Variante, wir lassen jetzt eine Zwischenvariante aus, weil wir einfach nicht so viel Material verschwenden wollen, ist es Heatpack und Thermobeutel. Thermobeutel, wie gesagt, ist das hier. Das kommt jetzt außen rum. Das Ganze ist jetzt wieder hier drin. Wir holen uns jetzt aber zusätzlich ein Heatpack. Das werde ich auch gleich schon öffnen. Falls ihr euch wundert bei den Bestellungen, dass wir die Verpackung mit reinwerfen, dann nicht, weil wir unseren Müll nicht selber entsorgen, sondern weil es für uns verpflichtend ist, dass wir
zu diesem Produkt einfach die ganzen Informationen mit dazugeben. Hat rechtliche Gründe, also nicht wundern, wenn wir das mit reingeben. Aber zuerst noch die Verpackungschips drauf. Und das Heatpack kommt jetzt ein bisschen oben drauf, weil wir wollen gar nicht, dass es direkt auf den Beutel drückt, weil es zu heiß werden kann. Aber es wird hier insgesamt die Wärme einfach ein bisschen erhöhen. Verschließen das Ganze wieder. Wunderbar. Die nächste Variante ist Styroporbox. Und zwar nicht nur die Styroporbox, sondern die hat auch noch einen schicken Umkarton, der sicher auch nochmal zur Isolation beiträgt. Wir werden ihn natürlich auch für das Experiment verwenden, damit es einfach so realistisch wie möglich bleibt. Ich fange jetzt aber erstmal an, hier die Variante ohne Thermobeutel und ohne Heatpack, weil ich einfach wissen will, wie viel bringt es denn überhaupt mit diesem Thermobeutel und Heatpack oder reicht die überhaupt ganz lose aus? Das hat hier natürlich die perfekte Größe für einen Transportbeutel. Hier kommen jetzt noch die Verpackungschips drauf. Dann wird das Ganze verschlossen und nochmal in Umkarton eingepackt. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Styroporbox, Thermobeutel und Heatpack. Das ist in der Theorie eigentlich die beste Verpackung. Ich bin mal sehr gespannt, wie unsere ökologischen Varianten dagegen abschneiden. Ob die mithalten können, werden wir auf jeden Fall auch ausprobieren mit dem Maximalen, was wir haben. Also jeweils mit Heatpack und Thermobeutel. Das heißt, noch drei Verpackungen haben wir, beziehungsweise vier. Ich weiß gar nicht mehr, was wir uns da noch überlegt haben. Es fällt mir bestimmt ein. Machen wir auf jeden Fall erstmal die Styroporboxen fertig. Lass da nicht rein, man. Okay, okay. Aber hält gut. Mann, ich wollte wissen, ob wie viel man... Kommen wir zu den ökologischen Varianten der Thermoverpackung. Ich bin da wirklich voller Hoffnung, dass die mithalten können, weil wir sie dann einfach im Shop als Option oder sogar nur noch die verwenden können. Wir haben uns übrigens überlegt, sollte es als Option verfügbar sein, wird es natürlich 1 bis 2 Euro mehr kosten, aber wir werden die Hälfte von diesen gesamten Kosten übernehmen. Das heißt, statt 4 oder 5 Euro mehr sind es halt für euch nur 1 oder 2 Euro mehr. Könnt ihr dann an der Kasse wahrscheinlich einfach auswählen. Aber eben nur, wenn sie wirklich mithalten können. Für uns ist es dann doch wichtiger, dass die Garnelen möglichst sicher bei euch ankommen. Das bringt nichts, wenn wir eine ökologische Thermoverpackung verwenden und dann sind 20 Tiere tot. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber deswegen auch unter anderem das Experiment heute, einfach um herauszufinden, ob man es wirklich machen kann. Hier könnte man sogar 2 kleine Beutel nebeneinander unterkriegen oder einen eben quer. Wobei ich gerade nicht kapiere, wie das gehen soll. Wir legen das hier so rein, glaube ich. Und dann decken wir es zu. Genau. Also es wird dann so sein am Ende des Tages. Ich glaube, da waren 2, oder? Nee.
wir haben nur zwei bekommen. Genau, und dann ist es so zu. Okay, das heißt, wir machen da Verpackungschips rein. Bei der Styroporbox haben wir ja zwei Varianten verpackt. Einmal nur der Beutel ohne Heatpack und ohne Thermobeutel und einmal mit allen Verpackungsdingen, die wir so zur Verfügung haben. Und das Gleiche habe ich mir jetzt gedacht, machen wir auch hier. Einmal nur der Beutel, dass wir den direkten Vergleich zwischen den beiden haben. Und dann die zweite mit allem, was so geht. Also hier ist das ganze Ding jetzt drinnen. Einmal der nackte Beutel. Die kommen natürlich mit. Was ich an der Variante und der Größe ganz cool finde, ist, dass man einfach noch ein bisschen Zubehör mit reinkriegt. Das ist bei den Styroporboxen bei den kleinen oft problematisch, weil da passt wirklich nur irgendwie ein Futter rein oder sonst was ganz Kleines. Aber sobald man da eine Wurzel oder so dazu bestellt oder Deko, muss man sowieso einen viel größeren Karton nehmen oder halt eine doppelte Styroporbox. Das ist natürlich auch wieder schade drum, weil das Zubehör muss ja nicht thermoverpackt werden oder zwei Pakete. Also das ist hier ganz cool, dass man hier noch so ein bisschen mehr von dem kleinen Zubehör reinkriegt. Das Ganze wird hier so zugemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Einmal, zweimal. Was mir hier nicht so gefällt, ist, dass der nicht ganz passt. Doch, geht schon. Super. Gut. Und das Ganze noch einmal mit Thermobeutel. So, das Heatpack würde ich sagen, legen wir unten rein. Ja, zum Beutel. So seitlich, das ist gut. Okay, noch ein bisschen Füllmaterial. Damit die Kleinen nicht so durchgeschüttelt werden. Jetzt haben wir alle möglichen Verpackungsvarianten hier einmal ausprobiert, natürlich ohne Garnelen. Die kommen jetzt, wie vorher gesagt, bei uns ins Auto und werden in der Tiefgarage stehen. Dort haben wir eben möglichst realistische Bedingungen. Schreibt mal euren Tipp in die Kommentare, welche der Verpackungen gewinnen wird. Gewinner ist natürlich die Verpackung, die die Temperatur von ungefähr 20 Grad am besten hält. Im nächsten Video geht's weiter, also auf Abonnieren drücken und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr es nicht, wenn wir das Video veröffentlichen. Wahrscheinlich nächsten Sonntag wird es soweit sein, vielleicht auch übernächsten, aber ich denke mal, wir werden es die Woche schaffen, das Ganze zu drehen und auch zu schneiden. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao!